Also eine spannende Herausforderung aus technologischer Sicht ist sicherlich, dem System einfach noch mehr Intelligenz an Sensorik draufzupacken. Das heißt Onboard-Sensorik, Interior-Sense, Collision-Avoidance-Systeme, wodurch das System einfach im Flug autonom auf Hindernisse, auf Veränderungen in der Umwelt reagieren kann. Solche Sicherheitssysteme sind sicherlich eine Herausforderung, die wir auch implementieren müssen in nächster Zeit. Spannende Gebiete. Auf der anderen Seite, was mit Drohnen zu tun hat, ist dann wirklich auch die Bilddatenverarbeitung. Was passiert mit dieser Menge an Daten, mit diesen Datenmassen, dass wirklich dieser Mehrwert, diese Mehrinformation herausgezogen werden kann aus den Bilddaten. Da wird ganz viel passieren, dass man wirklich auch von dem reinen Luftbild zu dem 2D-Modell, zu dem 3D-Modell kommt und dann im besten Fall eben eine echte Visualisierung, eine 3D-Visualisierung, wo ich ja viel mit Virtual Reality, vielleicht dann sogar wirklich mit der 3D-Kamera oder mit der 3D-Sonnenbrille oder mit der 3D-Brille ein Objekt im Büro inspizieren kann, mit meinen Kollegen zusammen reinzoomen, rauszoomen, schauen kann, wo sind die Defekte. Das ist sicherlich was ganz Spannendes.